Ja, jetzt hörst du was. Ich habe nicht erzählt hier, ja, wenn die Musik zu laut ist, ne? Ja, das liegt halt daran, wenn man kurz vor Beginn noch raus muss, weil die Kaffeemaschine nicht funktioniert. Alter Lachs. Dann eben so, willkommen zurück zu Necrovale. Habt halt mal meine Phrasen gesehen, ohne irgendwas zu hören. Also ich weiß nicht, ob das laut genug ist, meine Stimme. Also jetzt zumindest lauter als vorhin gerade. Ich habe gerade gesagt, wir müssen definitiv noch. Wir müssen definitiv einmal kurz hier ein paar Sachen holen. Ganz einfach, weil wir zu wenig von diesen blauen Kristallen haben, um eine neue Tür aufzumachen. Aber wir haben auf jeden Fall neue Sachen freigeschaltet. Und ich möchte auch definitiv die Schuhe verbinden. Du hast einfach nur Def 15. Was haben wir hier? Def 25 ist schon ein bisschen besser. Gehen wir in die Armory rein. Gut, ja. Endlich hört man mich. Juhu. Da kann ich mir einfach irgendwas aussuchen? Ich will wissen, was die Imperial Coin macht. Crit Chance Modifier. Anstelle von Potion Duration wäre vielleicht was. Oder der Health plus 20 ist es auch nicht unbedingt so krass, ne? Ich mache mir Health 20 raus. Ja, Musik im Dungeon ist auch so ein bisschen. Gehen wir hier zu den Zwingern. Ist auch so ein bisschen ruhig, ne? Also im Refuge ist das schon so ein bisschen lauter. Bisschen arg schwach hier. Die hat keinen richtig krassen Ding gedroppt. Wie aktivieren wir eigentlich unseren Special Move gleich nochmal? Vielleicht auf Y oder irgendwie sowas, ne? Ich find's immer noch sehr dunkel. Ich habe es in der Videoaufnahme gesehen, dass das für euch nicht so dunkel aussieht. Aber ich finde das sehr dunkel, wenn die Scheinwerfer in die Phrasen strahlen. Heater Shield. Block Defense. Ja, wir blocken eh nicht. Wir gehen ins Effigy, weil wir da was freigeschaltet hatten. Da kriegen wir jedes Mal so ein bisschen hiervon. Einen. Vielleicht sollten wir. Ja, ich mach das jetzt auch auf. Dann kriegen wir jedes Mal zwei. Und wir können hier noch einen investieren. Improve the Effigy. Zack. Und nochmal. Und dann bekommen wir stärkere Resists wahrscheinlich. Naja. Ist jetzt auch nicht so prickelnd, ne? Tada. Ich muss es langsam mal ausprobieren. Ja, dafür ist die Krone gut, ne? Hier so random Zeug niederzumähen. Oder mal ein bisschen Geld rauskommt und so. Das war der linke Bumper, wo die Spezialfähigkeit aktiviert worden ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir mal gucken gleich, wenn wir es wirklich brauchen sollten. Ne? Also wir haben momentan 20, ja. Der Mage-Chat, uff. Ja, der ist schon nicht verkehrt. Vielleicht kann man da die. Ah, ich bin mir nicht so ganz sicher, wo die Hope Gain eine plus 20 herkam. Aber die Barriere war schon nice.
Wir haben auf jeden Fall unsere 100 Hoffnung voll. Ja, okay. Ich habe den Spezialangriff gefunden, das ist wirklich der linke Bumper. Zwei rein die Mauer geballert, ja moin auch. Und schon wieder. Oh oh. Schön, dass das da durchgegangen ist. Oh ja! Bin ich aber voll rein, ne? Alter Lachs. Ihr Hesslons, ey. Maxim, hallo, schön! Herzlich willkommen. Zug. Gibt's hier noch irgendwas zum Plattmachen? Nicht wirklich. Also ich meine für unsere Eiskrone, ne? Der Rubin ist Firestrike. Ah, das wäre dort. Also, wir haben immerhin 100 Hoffnungen. Das ist zwar nur Level 4. Mal gucken, ob wir genug Kristalle rauskriegen. Ja, das ist exakt die Anzahl, die wir brauchen für die andere Tür. Alright, wir haben auch das Geld. So. Ingard, moin! Spaghetti, Speckwürfel, gebratene Zwiebel. Schmackelig. Schmackelig. So. Haben wir das hier mal verbunden? Passt. Dann verticken wir das andere Zeug, ja? Passt. So. Tür auf, die hier. Hornslack Ruins. Ich hatte, als ich zurück nach Hause gekommen bin, Bohnen mit Lomo Saltado. Lecker, lecker von der Frau gekocht. Ach, hier geht's einfach weiter mit Ruins Level 11, weil wir vorher da vorne Level 10 hatten. Gallery. Swat away the pesky pelters. Oh Gott, hier ist alles. Alles zu! Oh ja. Da kriegst du aber ja auch ein Damage ohne Ende. Also ich zumindest. Den unten habe ich jetzt gar nicht mehr wahrgenommen. Ja, weil ja auch alles in so ein Live-Balken hat, ne? Wegen unserer Krone, ey. Eieieiei. Was ist Milksops Ordeal? Sein Leiden. Protect the useless Milksop. Ich bin in großer Gefahr, bitte. Ich will nicht sterben. Ich bin echt verängstigt. Ja, moin. Er ist useless. Schön. So, was sollen wir jetzt hier machen? Muss ich jetzt echt den Damage abfangen, oder was? Wie soll ich den denn... Hallo?
Er ist down, verdammte Axt! What the hell war das denn? Ich meine, es gab trotzdem 12 Hope, aber das war wild und es hat uns sehr weh getan, weil ich versucht habe, ein bisschen Damage zu tanken. Das mit dem Power Gain, ich weiß auch nicht, was das ist. Drink the healing waters. Oh, 20 Gold zahlen und wir kriegen unser Life wieder zurück. Full Heal, okay. Warum auch immer man da 20 Gold reinschmeißen müsste. Aber hey. Also, gegen die Kollegen, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Und trotzdem kommen wir auf den Säckel. Warum hat der Bildschirm gerade so gewackelt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir nicht mehr so gut dastehen, was uns da live wackelt. Ah. So, ich sehe unten noch irgendjemand. Ja. Nicht nur einer. Chapel Helm? Poise Damage, 50% extra. Mhm. Schau mal, was hier im Cache für uns abzugreifen ist. Ach. Ja, Sachen anlocken. Was? Ach, ein Flickering Ember. Hm. War Camp. Ja, komm. Geh mal hier. Geh mal hier hin. Ei, ei. Clear away the Was? Krater Raiders? Oh, shush! Alter! Kann ich da vielleicht mal... Ich hing da gerade so richtig, ich hab absolut... auf den Sack gekriegt. Wow! Absolut auf den Sack. Aber wir haben nur 3 Coins verloren. Ach, hallo. Ich brauche etwas Hoffnung. Dankeschön. Heide Witzka. Aber immerhin kannst du das ganze Zeug hier behalten, ne? Immerhin das. Ich gehe jetzt nochmal in die Necrovale Dungeons, sind es Level 10. Ne, ich glaube Level 9 reicht erstmal. Ich glaube, wir brauchen aber nochmal kurz hier richtig reinkommen in das Game und dann geht's ins nächste Level. Denn aufgetaucht? Den habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, die Potions nehme ich. Undercroft. Vielleicht ist es auch irgendwann Zeit, mal wieder die Waffe zu wechseln.
mir da nur nicht so ganz sicher. Ich mag die Javelin eigentlich sehr. Oh, der Potion-Ding geblieben. Foraging Guide, mehr Drop oder was? Potion Quality Bonus, mhm. Mit höherer Wahrscheinlichkeit diese Embers zum Aufwerten. Das ist seltsam, dass es manchmal echt richtig heftigen Screenshake gibt. Gar nicht mal so krass. Aber gut! Versteckst du dich oder was? Oh Mann. Oh, starke Kiste. Was ist da drin? Rare Gloves. Hope Damage Modifier plus 10%. Hope Damage Modifier? Die muss ich nur mal ankicken. Machen wir mehr Damage, je mehr Hope wir haben. Dungeon Licker. Der große Dicke ist weg. Vielleicht haben sie noch einen großen Dicken, das kann natürlich sein. Ja. Er ist nicht ganz so dick, aber groß. Oh, das war arschknapp. Maul, ne? Aber immerhin mit 100 Hope zum Tempel. Ja. Könnte man fast schon nochmal machen, ne? Könnte man fast schon nochmal machen. Einfach um hier noch mehr Hoffnung abzugreifen, um eventuell ein paar Sachen aufzuwerten. Wie viel brauchst du? 64 mittlerweile, oder? Ja. Mach nochmal ganz einen schnellen Run. Ja, wobei. Ach, die Potions kann ich jetzt so nicht ansehen. Da muss ich jetzt echt hier runter. Was machst du? Ah ja. Hope pro Kill plus 1. So, verkauft. Das könnte schon interessant sein. Ich behalte die Handschuhe jetzt mal. Ich möchte mir gerne Vorschläge machen, was wir mit unseren Zeugs aufwerten sollen. Oder welche Waffen interessant sind. Oder wenn wir irgendwas Starkes finden, wo man sagen kann, das ist eine gute Kombination, ne? Oder wenn mir einer erklären kann, was das mit dem Power Gain auf sich hat, da wäre ich auch für zu haben. Und das ist ein legendärer Gegner? Tatsache.
Kriegen wir dafür auch eine geile Kiste? Nope. Aber der Regenbogen. Also, ne? 20 Damage, 3 pro Sekunde. Schwächer, ne? Ich zieh die schwächer. Okay. Hopelessness empowers you. Ach. Das war nicht das, was ich meinte, ne? Also ich dachte. Warte. Ach so, doch. Damage Modifier plus 50%. Genau das passt schon. Der Wishing Well. Ja. Rein da. Wir schmeißen mal 19 Münzen rein. Mal gucken, was bei rumkommt. Barbed Key, den haben wir doch hier schon. Vielleicht können wir den für was anderes auch noch brauchen. So, 35 Hope, obwohl wir weniger kriegen, das ist stark. Okay. Die Archer rausballern. Es wäre geil, wenn das Spiel Koop hätte. Muss unbedingt mal wieder was mit Atlas daddeln. Wow. Aber so richtig daneben. Hast du gerade gesagt Barkeeper? Nö. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Den Protective. Oh, stimmt, den haben wir auch nicht ein einziges Mal benutzt, ne? Den haben wir nicht einmal benutzt. So. Jetzt haben wir ihn. Irgendwie was Kakaomäßiges gefunden. Fast bei 100. Test of Arrogance. Ein Item erwartet uns. Ja, das geht eigentlich, ne? Was haben wir denn da alles rausgezogen? Rebel Code. 40 Life, 13 Death. Naja. Ich will ins Mausoleum. Library waren wir vorher schon. Ist damit alles benutzt, ist aber am Ende doch nicht. Ja, kann man immerhin verkaufen. Alter.
mag ich ja absolut nicht, ne, mit ihren Homing-Gedöns. Vier Hope, weil es nicht mehr gibt. Hello. Guten Tag. Da habe ich 19 Coins reingeworfen dafür, ne? Habe ich dafür gezahlt, für den Kackschlüssel, den wir schon benutzt haben. Hope Damage Modifier. Ja, wenn ich die jetzt auseinander mache, kann ich die nicht mehr zusammenbasteln, weil wir zu wenig Geld haben. Ja, da gab's nichts, okay. Könnte man da noch was verbessern? Book of Seals. Was war schon gerade? Prison Log? Prisoner Log, okay. Hier die Tür. Die geht wahrscheinlich irgendwann auf und dann kommst du da oben rechts hin. Also ich würde schon irgendwo gerne ihm das Zeug in den Rachen schieben. Ich weiß halt nicht, was da jetzt groß ist mit dem oder der Harlot. Wenn man sie verbessert, ne? Weil es gibt dann einfach mehr Hope. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir überhaupt noch mehr Hope brauchen. Am Anfang, ne? Ich meine, 38 Hope zu kriegen ist nicht schlecht, weil wenn du dann mit 0 Hope stirbst und auf minus 30 kommst, bist du wieder auf plus 8. Das ist jetzt nicht schlecht. Okay, das läuft schon mal ein bisschen besser als vorhin. Immerhin nicht in die Enge getrieben worden. Zwei gelbe. Und der Normalo lässt Geld liegen. Die Truhe. Eidechsenrune, Burning Damage plus 5. Mhm. Wir gehen ja erstmal zum Bazar. Vielleicht können wir da irgendwie Geld lassen. Nein, wir sollen einfach überleben. Was? Ihr könnt da durchschießen? Ach, ich auch! Ja, dann. Ach, da unten gibt es ein bisschen Heilung, ja. Noch brauchen wir nicht. Noch habe ich nicht auf den Sack gekriegt. Au. Jetzt habe ich auf den Sack gekriegt. Zwei richtig gute Ember bekommen, ne?
Wellspring zum Heilen für 20 Öcken. Choose your path forward. Ja, dann choosen wir mal. Amber Mine hört sich auch interessant an, kostet 40 zum Aufmachen. Spare ich mir das erstmal? Ja, ich spare mir das erstmal. Ich hätte gerne den Checkpot aufgemacht, aber... Gather fruit from the garden. Der Gärtner, okay. Willkommen, Fremder. Hier sind alle willkommen, okay. Es ist nur der Anfang vom Anfang. Die Lande hier sind faul und bitter. Was es durchgemacht hat, ne? Aber wenn man es gut bewirtschaftet und so und über eine lange Zeit... Oh. Ich habe das deutsche Wort für patient vergessen. Alter Lachs, das sind halt so einfache Wörter, die du eigentlich immer brauchst und du weißt doch, was es heißt, ne? Geduldig, ne? Wir haben eine Abwasserfrucht gefunden. 30 Life kriegen wir, aber verlieren 20 Hoffnung, weil die nicht so lecker schmeckt, ja. Schön. Ach, da links ist eine Tür. Okay, ich will wissen, was dahinter ist. Die 100 Gold haben wir. Sachen ausgraben, indem wir Hoffnungen ausgeben. Sind da lauter Potions drin? Es wirkt so, oder? Also jetzt gerade zumindest. Ein versteinerter Fötus. Was zum Henker bist du? Legendary Chewable. What the fuck? Ja, Prost Mahlzeit. So ein bisschen ekelhaft ist es schon. Ich weiß nicht, ob er dafür jetzt 100 Gold ausgeben hätte wollen, aber... You do you. Leckert. Hm. Haben die da irgendwas fallen lassen? Nope. Also das Fötus-Item ist ein bisschen krank. Gehen wir mal zur Amber Mine. Die war, glaube ich, konnte man für 40 anlocken. Mine the crystals to find embers. Mhm. Schauen wir mal. Das ist schon kein schlechter, ne? Aber der ist auch momentan zu viel. Ich muss irgendwas rauswerfen. Oder ich, benutzt das jetzt einfach. Zack. Aber da kannst du echt gut Zeug finden, wie es ausschaut. Die werden wir auch nachher gleich benutzen, alles was wir gefunden haben. Schau mal, was in den Korridoren abgeht. Alle Kretas wieder. Shit.
haben sie mich mal wieder kurz in die Ecke getrieben, ne? So, da war wieder Platz für Zeug, ne? Schon wieder? What the fuck? Ich sehe den Wert dieses Items, aber es ist einfach nur krank. Einfach nur krank. Was machen die? Health plus 20? Naja. Naja. Das wiederholt sich auch so ein bisschen öfter, ne? Also die Aufgaben ist ja noch nicht so abwechslungsreich. Cyrus, hi, grüß dich. Ich guck gleich, was du geschrieben hast. Momentan ist das so ein bisschen, ich will nicht sagen gefährlich, aber gefährlich. Kurz hallo, wünsche euch einen unterhaltsamen Stream. Podrich, deine Haare sehen heute so beschleunigt aus. Ich hoffe, es geht gut. Was? Beschleunigt? So nach hinten gehüpft oder was? Ich habe die Haare schneiden lassen. Windschnittig. Ja, es geht schon. Ein bisschen kaputt und müde. Viel zu tun. Aber geht. Passt alles. Danke, danke. Ich hoffe, bei euch ist auch alles tippitoppi. Autschen. Nochmal auf den Sack gekriegt, ne? Wieso geht's hier in 12 verschiedene Richtungen? Ist das eine Wand? Das ist eine Wand, naja. Da habe ich schon vergessen, mein Schutzschild anzumachen. Das gab auch nur 12 Hope. Ich glaube, das sollte schon fast, ja, fertig sein. Okay, 20 Damage. Einer pro Sekunde. Fork? Aha. Interessant. Könnte man mal ausprobieren, was das so macht. Die Rückseite wie ein Spoiler. Eckfexer Abtrieb. Ja, das ist hier so ein bisschen... Wenn's kurz ist, dann hast du hier die Wirbel drin. Ne? Wenn's zu lang ist, hast du einfach nur die Arschkarte. Ja, 54. Es geht! Also noch... Einmal hier das nächste Level in den Hornslag Ruins und dann haben wir genug Kristalle, um den Schmied noch mal ein bisschen zu beglücken. Ja, wir haben keine Kohle, ne? Ich verkaufe mal ein bisschen was. Also du kommst weg. Knockback, du kommst weg. Die verkaufe ich auch für 8. Du teilst deinen Angriff auf. Health, ja, da brauchst du auch nicht, ne? Und dann... Es ist natürlich die Frage, was du jetzt aufwertest hier, ne? Ach so, das ist auch Refinement Level normal. Ach so, 2, 3, ah ja. Und zwar directly. Du bist momentan auf Level 1, oder?
willst du das da jetzt hier machen? Ich weiß halt nicht, wie viel... Ja, der macht halt auch nur 20 Damage pro Berührung, nehme ich mal an. Und das hier ist 72, aber... Nee, ich... Ups. Ich glaube, ich mache den hier einfach auf Krassomat hier. 96. Oder wir sagen... Du machst die da, aber was würde das denn so ändern? Mehr Attack Rate, mehr Projectile Speed. Aber Projectile Speed ist eigentlich nicht so krass wichtig, ne? Was hätten wir hier? Da würde einfach nur der Damage Modifier von 40 auf 50 steigen, weil die eh schon in Stufe 2 sind. Kannst du auch hier reinwerfen, was stark, dass du alles verbessern kannst, ne? Was ist, wenn ich dich da reinklatsche? Von 20 auf 32. Und Shock Strike plus 35. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde. Ich glaube... Ich lasse das jetzt erstmal so. Und ich gucke mir das gleich mal an, wie die im Vergleich zueinander sind. Aber um einen fairen Vergleich zu haben, mache ich den trotzdem auf 1. Oder lass mal ganz kurz schnell kicken hier. Ist das der gleiche Ember, den wir hier in der Truhe haben? Nee. Achso, das ist 2 und das ist 1. Okay. Dann machen wir den Stab mal eben auf 1 und gucken mal, wie sich der so verhält. Carajo! Meine Fresse. So. Haben wir wenigstens einen halbwegs richtigen Vergleich. Ja, wir gehen direkt in den Hornslack Ruins weiter. Und zwar da nach oben.